erstmal guten Abend, ihr Süßen. Es geht weiter mit Epic Battle Fantasy 3. Ah, und ich bin sehr gut aufgewärmt, nachdem ich erstmal ein paar ordentliche Schellen einkassiert habe, indem ich noch ein bisschen Puyo Puyo Tetris auf der Switch geübt habe. Ich habe aber auch ein paar ausgeteilt. Aber ja, ich übe noch. Übung macht den Meister. Ja gut, aber die Schellen, die ich da eingesteckt habe, die werde ich jetzt hier in Epic Battle mal an die Monster verteilen. Denn im Herbst-Sale war der vierte Teil runtergesetzt. Da habe ich mir den mal ganz fix geschnappt, bevor es wieder weg ist. Dass wir gleich nach dem Dreier weitermachen können. Ja. Wer das neue Layout letztens bei Paladins gesehen hat, das werde ich jetzt bei Epic Battle Fantasy so kurz vor Schluss nicht mehr einführen. Und bei Shelter 2 auch nicht. Aber ja, morgen könnt ihr das neue Layout und das neue Logo auch nochmal weiter begutachten. Denn bei Terraria und bei Ragnarök Online, die ein bisschen länger laufen werden, werde ich das neue Layout noch dran machen. Ja, bevor ich weiterziehe, wollte ich erst noch ein bisschen Zeug um mich schmeißen. Da ich auf jeden Fall schon sicher geplant habe, nächste Woche kein Epic Battle Fantasy zu streamen, sondern nur offstream ein bisschen zu grinden, werde ich jetzt raushauen, was ich hier an Materialien gerade mal habe. Denn so viel gibt es auf der Karte, glaube ich, gar nicht mehr. Forgen. Da wollte ich einfach mal alles durchgehen und gucken, was wir gerade so zum Upgraden haben. Da habe ich gerade eine Waffe übersprungen. Erst einmal alles auf 2 upgraden, was noch nicht ein Upgrade hatte. Wir kriegen ja jetzt auch gleich noch mehr Zeug. Ist ja jetzt nicht das Problem. Außerdem weiß ich noch nicht, was uns vielleicht beim nächsten Boss zugute kommt. Ich habe zwar ein bisschen gegoogelt, aber mehr nur, um zu sehen, wo ungefähr Schluss ist und nicht, wie ich welchen Boss bekämpfe. Das will ich zum Teil schon selber rausfinden. Aber nur, damit ich vorbereitet bin. Huch, ich bin verrutscht. Ja, jetzt fehlen mir natürlich da Teile. Aber ich wollte hier eigentlich noch nicht so hoch, aber gut. Ja, damit ich nur weiß, wann ungefähr der letzte Boss kommt, dass ich mich vorher nämlich ordentlich vorbereiten kann. Ja. Ich renne nicht gerne in einen Kampf rein und muss ihn wieder verlassen, weil ich nicht vorbereitet bin. Wobei in dem Fall halt vom Level und von der Ausrüstung alles hochgepumpt mit Vorbereiten gemeint ist. Nur Milch. Wie auch immer man damit so ein Ding upgradet. Okay. Okay, Head Male, Head Female. Da sind aber auch noch Slots frei. Da fehlen uns noch Sachen. Muffins und eine Jacke aufzuwerten. Okay. So. Und Female noch. So. Geld sammelt sich auch, da kann ich zur Not jetzt auch dann später noch was kaufen. Upgrades sind gemacht, dann verteilen wir noch ein bisschen Ups. Appi-Ups. Lernen wir noch ein paar neue Sachen dazu. Was brauchst du noch? Cataclysm. Dir fehlen Revenge und Seiken. Seiken habe ich doch gelernt. Es ist Reflex. Seiken ist doch der. Ist das nicht sein Holy Angriff? Ja, genau. Das heißt, es fehlt Revenge. Hier, Revenge. Beep. Der Skill davor natürlich. So. Wir lernen jetzt einfach mal alles, was wir noch nicht gelernt haben. Ja, komm. Lernen wir die anderen Limits auch mit. Hauptsache ein Punkt drin. Und dann ja. Ist das nur auf einen
Eher nur auf einen Gegner. Den hätte ich gern noch einmal hoch. Der ist mir hier sehr nützlich. Der ist hier sehr nützlich. Der ist bei 3 sowieso aus. Gemaxt. Temper erhöht den Angriff. Das Defense-Ding bist du bei... Ah, ist noch nicht bei 3 fertig. Das ist gut. Oh, den haben wir noch nicht. So, dann kennst du die alle schon mal. Sehr gut. Wir haben immer noch 90.000 Punkte. Eieiei. Na komm, upgraden wir die Level 1er da noch. Beziehungsweise... Ah, sieht doch gut aus. Brauche ich Holy? Bevor ich auf den Endboss treffe, wahrscheinlich nicht. Der soll ja ein Dämon sein. Machen wir aber ihr weiter. Der hatte mehr Punkte als sie. Eieiei. Der bessere Stern, dem fehlen Sachen. Ja gut, dann machen wir erstmal andere Sachen. Die noch fehlen. Das fehlt. Ich kann das Sternchen immer noch nicht lernen. Da, das hat gefehlt. So. Jetzt kann sie auch Dark. Oh, sogar alle gegen alle Gegner. Das ist gut. Ist nämlich manchmal sehr nützlich. Du musst erst das da lernen, damit du das kannst. Dann fehlen nur noch das. Und das, das sind halt deine anderen Limit Breaks. Was können die eigentlich? Holy Damage gegen alle Gegner und Dark Damage gegen alle Gegner und die... What? Oh, schau's auf Insta-Kill. Allerdings auf beiden Seiten. Ob ich den mal benutzen werde? Ja, da muss ich mich gegen... Da muss ich mich gegen Death schützen, wenn ich das anwenden will. Sonst fallen mir ständig die eigenen Leute um. Das wäre ja kacke. Der Lucky Star, der ist neutral. Den kann man immer gebrauchen. Jetzt ist er ausgemaxt. Das ist ausgemaxt. Da sind die Stufen schon... Stufe 1 schon alle ausgemaxt. Bisschen Heal. Schadet nicht. Barrier habe ich schon aufgewertet. Purify... Ja, kann man nicht mehr aufwerten. Bless. Geht aber nur gegen einen. Hm. Revive könnte man mal aufwerten. Benutze ich eigentlich gar nicht. Machen wir jetzt ihn noch fertig. Da ist ein Plus. Da ist ein Plus dran. Da ist ein Plus dran. Und hier ist ein Plus dran. Dann ist hier noch ein Plus drin. Der da unten, der beschwert sich, weil ihm was fehlt. Ach ja, genau, da. Und der ist, der fehlt. Jetzt. So. Und Leute, wir haben immer noch so viele Punkte. Es gehen sonst allerdings auch immer schnell die MP aus. Gibt es wenigstens ein Food-Item... das allen ein bisschen MP wiedergibt. Nein, er war nur einzeln. HP-Heilung gibt zwar alle, aber MP nicht. Außer es ist hier ein Item, das ich noch nicht habe. Das könnte sein. Dann müsste ich aber shoppen gehen. Dann muss ich shoppen gehen. Ah, nee. Noch mehr Punkte verteilen wir das nächste Mal. Weil die werden ja von den MP auch immer teurer. Deswegen. Aber das speichern wir mal. So. Ein paar Sachen haben wir auch noch aufgewertet. Jetzt haben wir unseren Vorrat ein bisschen, naja, reduziert. Immer auch 200... Fast 200. Komm, wir forgen alles auf 3.
Nein, du bist schon drei. Bei der Waffen und Ausrüstung macht's ja nichts. Außer ich nehme mir damit gerade ein Quest-Item weg. Aber das ist dann jetzt auch egal. So, da kann ich flexibel hin und her hüpfen. Ah, fuck. Irgendwer wollte Rubine, glaube ich. Egal. Ich gehe bis übernächste Woche sowieso noch Items sammeln. So. Klick. So. Auf drei. Auf drei. Ja, ich werde Items sammeln müssen. Vor allem Stahlplatten müsste ich ja hier eigentlich ganz gut sammeln können. Haben die Gunslinger und Swordslinger, glaube ich, gelegentlich fallen lassen. Also immer wenn irgendwie einer von diesen Robotern dabei ist, müsste es funktionieren. Zack. Was fehlt denn da? Oh. Ragged Cloth habe ich keins mehr. So. Zack. Und noch für die Dame. Oh, viel Auswahl habe ich nicht mehr. Weil mir die Sachen fehlen. Da fehlt mir das Fell. Stahlplatten, Fell. Und die Milch. Okay. Gut, dann haben wir genug gemacht. Das Geld sammelt sich ja genug, ne? So, weiter geht's. Was haben wir? Die Katze ist nur Tourist. Miau, miau. Ach, das war der, der die Figuren von uns haben wollte. Kann er sein? Was ist das? Huch. Ich hab's eingesteckt. Ah. Okay. Was hast du zu erzählen? Die Ski? Die Ruinen sind sehr faszinierend. Konnten Katzen wirklich sowas bauen ohne moderne Technologie? Naja, egal. Auf jeden Fall sind hier eine jede Menge Untote, die mich angreifen. Wirst du mir helfen, sie zu bekämpfen? Rede mit mir, wenn du bereit bist. Oh, ist das wieder ein Minispiel? Oh, das ist wieder ein Minispiel. Minispiel, Minispiel. Minispiel, Minispiel. Bewegen, links, rechts, springen, hoch, runter. Oh, Area Attack, Ranged Attack. Oh, hast du ein Minispiel recycelt? Kannst du das sein? Slay the Skeletons, grab the treasure. Ich glaube, ja, das ist das Katzen-Minispiel, das Nolix-Minispiel aus dem zweiten. Schlacht die Skelette ab, schnapp dir den Schatz. Wenn du getroffen wirst, bist du für eine Weile betäubt. Achso, die Pfeile. Ja, genau. Stirb, stirb, stirb. Au, der ist genau unter mir aufgetaucht. Au. Im Hintergrund habe ich gerade ein Tablet nach dem Ladekabel schreien hören. Das hat jetzt aber, weil es nicht mein Tablet ist, tja, keine Priorität. Au! Der ist wieder genau unter mir aufgetaucht. Wenn die genau da spawnen, wo ich gerade stehe, tut das natürlich weh. Au! Ich habe keine Ahnung, was der Highscore ist. Aber ich werde natürlich wieder versuchen, beide Medaillen zu bekommen. Au! Au.
Au. Au. Wow. Skeleton Proof. Das war allerdings nur eine Medaille, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Skeleton Proof. 150, 200 Punkte müssen wir erreichen. Okay. Wenn ich ein bisschen mehr die Sprungattacke benutze, müsste ich das doch hinbekommen. Ja, ja, eine Menge untote Katzen. Komm her. Ah. Hopp. Ich darf mich nicht zu oft betäuben lassen. Dann geht das auch. So. Au. Au. Spring doch. Ah. Nano. So. Au. Au. Miau. Miau. Ja. Ah, ich glaube, die Minispiel schaffe ich nicht. Ich wollte erst nach oben, dann. Na, nach oben. Ah. Na? Ah, ich habe sogar noch weniger Punkte gemacht. Ja gut, übe ich das außerhalb vielleicht. Mache ich die Medaille mal anders. Sonst sitzen wir echt 2 Stunden hier und machen nur das Minispiel. Das wäre Blödsinn. Die Medaille hätte ich schon gern. Okay, was haben wir hier? Oh, eine zweite Welle. Kacke. 2, die empfindlich sind gegen Dark. Aber alle sind empfindlich gegen Bombe. Komm mal her. Lass mal den Panzer eine Runde reinschießen. Es wird zwar nicht... Nein, das habe ich schon erwartet. Nicht reichen, um sie alle auszuschalten. Wir hatten eine Holy-Attacke. Die müsste... Ne, nicht dem Light Clay. Dem Dark Clay wehtun. Wenn's trifft. Matt, fängst du mit der Scheiße wieder an? Das nervt. Eissturm! Ah, diese eine Figur bei Puyo Puyo Tetris, die nervt damit immer. Mein Schatz hat es auf Japanisch. Ich kann zwar kein Wort davon lesen, aber er hat mir gesagt, welche Buttons ich drücken muss, damit ich online spielen kann. Vielleicht hole ich nur für mich noch eine englische Variante. Wir haben jetzt halt ein paar neue Sachen dabei. Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht alles auswendig, was mehrere Gegner trifft. Eigentlich nur der Windslash, ne? Wenn's trifft. Wer hat denn da die meisten Lebenspunkte? Der Dark Clay. Boah. Sie hat keine Holy-Attacke. Verdammt. Oder ist der Stern? Nein, der ist nicht elementar. Und Wasser habe ich auch nicht mit ihr. Das ist blöd, Mann. Warum kann die keine Wasserzauber?
Sie ist die Magierin. Sie kann keine Wasserzauber. Dass die anderen beiden das nicht können, verstehe ich ja. Aber sie? Okay, das hat ihm ordentlich wehgetan. Trifft er mehrere Gegner? Nope. Dann rufen wir nochmal den Panzer. Bam, 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 bam. Weg mit der Welle. Och, okay. Nur Käfer. Vor denen habe ich jetzt keine Angst. Die vergiften zwar, aber... Was war das gerade? Warum hast du... Oh nein, ist der ein Berserker? Nein, haben die mit Berserker verzaubert? Dann habe ich keinen Zugriff auf meine Charaktere. Das wäre verdammt blöd. Fackeln wir das Ungeziefer hier mal ab. So. Also ich wüsste nicht, dass er eine Art Konterfähigkeit hat. Ne? Hm. Außer ich habe durch Aufwerten damit irgendwas bewirkt. Ha, das könnte sein. Holy Thunder, Eis und Wind. Dann war Feuer eigentlich ganz eine blöde Idee. Machen wir. Nein, das war das falsche. Hier, die Welle wollte ich, die mehrere Gegner trifft. So, und schon sind es nicht mehr alle. Wow. Ja, jetzt trifft er nur noch schlechter. Na super. Sag ich doch. Heil mal. MP können wir ganz gut außerhalb heilen. So. Und tschüss. Her mit eurem Loot und dem ganzen Geld. Ja, da kriegen wir wieder Stahlplatten rein. Ja, damit. Gibt es da noch irgendwelche Kisten versteckt? Nein. Dadurch kommen wir nicht. Das haben wir schon ausprobiert. Da ist eine Kiste. Ein Silberschild und eine traurige Statue. Schnüff. Irgendwas hier versteckt? Nein. Okay, dann gehen wir zurück. Da drüben ist auch so eine Kugel. Die habe ich da einfach stehen lassen. Ich Idiot. Da muss ich mir die Tür nochmal. Wie bin ich da reingekommen? Hier über irgendwo. Ja. Was hast du für ein Problem, Lenz? Ich fühle mich nicht sehr wohl, wenn ich hier unter diesem Türbogen stehe, als der so aussieht, als würde er gleich runterfallen. Diese Katzenstatuen sehen so aus, als würden sie mich auslachen. Ach komm, die gucken doch ganz lieb. Gib mal her, das Ding. Wenn wir es mitnehmen. Oh, vielleicht muss ich gar nicht die Schilde, sondern die Dinger da drauf packen. Yeah. Rein? Achso, geht ja gar nicht. Wir müssen die Schalter umdrehen. Einmal Schalter umdrehen. Lauf. So. Und zack. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, weil da ist noch... Komme ich da durch? Nein. Da ist ein Raum, an dem ich nämlich noch nicht war. Dann geht es da wahrscheinlich da, wo ich mir gerade selber zugemacht habe. Dieses Layout ist etwas verwirrt. Da geht es da hoch. Habe ich die Kiste eigentlich richtig aufgemacht? Ja. Manche Kisten sieht man einfach so schlecht. Ja, dann komme ich hier rein. Ah. Ja, da drüben, da muss ich noch einmal hin. Ich war schon einmal dort, das sieht man in den leeren Kisten. Ich muss nur noch mal rausfinden, welche Schalterkombination das war.
Da muss ich kurz reinspicken. Das müsste der sein, wo beide die hier da drüben nach da drüben gucken. Jawohl. Ach nee, da komme ich ja gar nicht so durch. Hahaha. Dann war der das nicht. Da muss ich den Weg darum laufen. So. So. Die Tür will nur open. Sehe ich das richtig? So. Nein. Manchmal schwer zu sagen. Alles so umgedreht? Nein. Nein, das kann es nicht sein. Ist es auch nicht. Da die Striche manchmal nicht, manchmal nach links, rechts so sind und manchmal so nach unten, ist das schwer zu sagen. Halt. So. Nein, das war's auch nicht. Aber wenn ich den umdrehe, ist es auch nicht. Alle vier in die Richtung ist es auch nicht. Ah. Wenn ich den öffne, komme ich da. Wenn ich den umlege, komme ich da rein. Da stimmt das mit dem Kreis. Ah, jetzt. Jetzt habe ich's. Ja, jetzt habe ich dich. Mensch, so. Aber ich kam dann jetzt nicht hier raus. Genau. Ist da lang. Hä? Stimmte das Schild aber irgendwie nicht ganz. Kann das sein? Egal. Hauptsache, es geht jetzt die Tür hier auf. Yes. Aber ich habe da schon was Großes stehen sehen und den nächsten Teleportkristall. Da. Ich tippe mal darauf, dass das der Boss ist. Was ist das? Eine Art mechanischer Stein. Sieht aus wie ein Stück uralte Technologie, die von den Vorfahren der Katzen gebaut wurde. Der wird eine Menge Feuerkraft haben und vielleicht auch eine... Oh. Nukleare Kraftquelle. Und verdammt riesige Laser. Scheiße, ja. Ja, ja, da voll die Knarre. Ich tippe auf Maschinentyp. Mit Minions, klar, natürlich. Bosse sind immer mit Minions. Ich vermute mal, dieses Ding, ja, bewacht die Hauptschätze dieser Ruinen. Machen wir platt. Aber ja, natürlich, gerne doch. Vor allem müssen wir ihn besiegen, weil wir sonst ein Problem haben. Ich werde erst einmal boosten. Artis Defense. Mit den beiden. Und dann wird er erst einmal den Gegner analysieren. White Magic. White Barrier. So. Bum, 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 bum. Ja, Geld ist toll. Finde ich auch. Scannen. Protector Level 25. Maschine? Ja, genau. Protector. Uralter Wächter. Speichert Energie und entlädt sie in riesigen Partikelstrahlen. Beschwört Runen. Ah ja. Schwach, Wasserbombe, Donner. Resistenz, Gift, Erde, Feuer,
Heilig, Resistenz, Vergiften, Betäuben, Sifor, Tod und Berserker. Deine Minions kommen auch noch dran. Ah, die haben verschiedene Farben, die sind verschiedenen Elementen zugeordnet. Oh, okay. Scheiße. Das ein bisschen blöd. Ich meine Leute, vergiften. Das tut weh. Er hat keinen. Ich muss mit irgendwas Neutralem angreifen. Kein Erde, kein Feuer. Alles klar. Dann machen wir halt Eisberg. Bip. Boom. Naja. Sehr weh getan hat dem das, glaube ich, nicht. Donnersturm. Naja. Naja, naja. Heilige Rune, Steinrune, Blitzrune, Feuerrune. Sach, dachte ich mir doch. Oh, Moment. Begeht Selbstmord bei niedrig. Oh, okay. Du kannst sie gern weiter scannen, aber ich befürchte, die müssen wir ein bisschen ignorieren. Heilige Rune, magische Kanonenkugel. Zaubert heilige Zauber. Explodiert bei niedrigen HP. Schwach gegen Wasserdunkel. Bombe, Resistenz gegen Gift. Statusresistenz für Giften Berserker. Alles klar. Oh, scheint so, als könnte die Blitzrune auch noch buffen. Drecksack. Oh, Magic Attack. Du Arsch. Hey, lass die Natalie in Ruhe. Oh, oh, die heilt. Na klar. Wir sollten nicht da. Wir sollten dafür sorgen, dass wir sie nicht so oft heilen lassen. Ja, hast recht. Habe ich gemerkt. Und Regina kann das Ding auch noch. Okay. Okay. Ist nur die Frage, was mache ich? Giftdämon ist es, Windslash X Legend. Keiner von denen ist schwach gegen Holy. Ja. Mach du weiter auf den Boss. Bis wir zur Limit Break kommen, irgendwie. Wir gönnen uns dein Regener für alle. Was uns hoffentlich ein bisschen den Arsch rettet. Und was nuken wir? Oder bomben wir? Erdresistenz war scheiße beim Boss. Verdammt. Ah, das wäre die ja nice. Na komm, schicken wir die Ionkanone runter. Ah, ich würde die Minions gern ausschalten. Ich weiß allerdings nicht, wie viel Damage die machen, wenn sie explodieren. Auf der anderen Seite, wenn sie tot umfallen, bevor sie explodieren, wie die Lava-Bits, könnte es was bringen. Du greifst lieber an, statt zu heilen. Finde ich sehr gut. Sehr lieb. Leider hat mir das nur nicht viel gebracht. Bringt's was? Ach, sie stehen immer noch. Verdammt. Ich muss einen davon loswerden. Z
Zumindest den Heiler. Daneben! Verdammische Kacke. Targets all. Bringt mir nix. Komm, die ist am weitesten angeschlagen. Mach sie fort. Gut. Wir haben noch Regina. Okay, dafür ruft er jetzt Clay. Auch gut. Matt kriegt ein bisschen zu sehr auf die Fresse. Ja, hau ruhig zurück. Das ist gut. Ah, danke, Regina. Irgendwas muss ich als nächstes wegmachen. Den Clay. Wie fies war der? Ah, ich glaube, den kann ich ignorieren. Analysieren wir die nächste Rune. Die Steinrune. Magische Kanonenkugel. Zaubert Erdzauber. Nein, elektrische Dach. Schwachwasser, Wind, Resistenz, Erde, Donner, Gift. Statusresistenz, Vergift im Berserker. Alles klar. Tja. Windzauber hat er auch nicht. Und wenn der Windslash, ich immer denke, dass es ist. Arg. Limit könnten wir gebrauchen, Kollege. Ich kann Holy gegen den Minion benutzen, bringt mir aber auch nicht viel. Machen wir weiter auf den Chef. Zumindest habe ich den Heiler ausgeschaltet. Ja, wie kann eine so große Maschine den Angriffen ausweichen, frage ich mich gerade auch. Miak! Revive will ich eigentlich nicht benutzen. Meine Defense ist noch oben. Ich kann sie versuchen zu debuffen. Ich senke mal ihre Genauigkeit, wenn das geht. Joa, Flair könnte uns den Hintern retten gegen ein paar Feinde, die sehr hart zuschlagen. Solange sie nicht resistent dagegen sind. Sind sie nicht. Also ein Teil davon nicht. Ich glaube, die eine Rune hat es nicht ganz abbekommen. Oder? Nee. Die Runen haben es abbekommen, aber ich glaube, der Boss nicht. Oh, fuck. Nicht Matt töten, nicht Matt töten. Bloß nicht Matt töten. Drain, drain, drain. Leben absaugen. Nicht getroffen. Ja, sehr schön. Hat Feuer gebracht. Du schick mal den Panzer nochmal los. Ist mir jetzt egal, dass ich alle Ruhen hier analysiere. Ich muss noch was loswerden. Der beschwört eh neue. White Magic Heal All. Heal More. So. Weil sonst fällt mir gleich einer um. Ja, ich habe die Bolt-Rune jetzt geplättet. Au! Die Rock-Rune ist gerade explodiert. Ja, töte sie schnell, so, wenn sie niedrige HP haben, sonst explodieren sie. Die Warnung habe ich schon gelesen. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass er es jetzt macht. Mann, Mann, Mann. Mach den mal da weg. Ah, nein, ich hätte den Posten lassen sollen. Verdammt. Verdammt. Weil, wenn der die immer an dieselbe Stelle ruft. Wobei muss nicht. Der Kalamari, der Riesentintenfisch, hat auch nicht immer dieselbe Stelle gerufen. Die Feuerrune, magische Kanonenkugel. Ja, Feuerzauber explodiert bei den HP, Schwach, Wasser, Eis, Wind.
Resistent Feuer, Gift, Bombe. Du bist resistent gegen Bombe. Ah. Statusresistenz vergiften. Ja gut, Fuji. Dann wird er sich halt jetzt neue rufen. Ich hätte gern die Bolt-Rune noch. Ja. Ja, okay. In umgekehrter Reihenfolge gerade. Ah, der Heiler hat Rena gezaubert. Au. Oder laden sich Limit-Attacken auf. Sehr schön. Da laden sich Limit-Attacken auf. Triff. Die schalten wir aus. Und die Holy will ich ausschalten. Die ist jetzt da oben gelandet. Nein, das ist die... Das ist die Holy. Genau. Langt es, um die zu killen? Nein, tut's nicht. Verdammt. So. Wenn er Rune nur nachruft, wenn alle vier tot sind, dann können wir die Besetzung so lassen. Ja, haut zurück, ist okay. Das war die Blitz. Und euer Regen. Okay. Ich werde nochmal boosten müssen. Sie ist gleich soweit. Sie kann gleich ihr Ding benutzen. Das ist gut. Unsere Ausweichrate verbessern. Ich befürchte, ich muss aber ein Heal-Mord trotzdem noch dazwischen schmeißen. Und wir können die letzte Rune inspizieren. Da. Dann haben wir sie doch alle vier. So, sehr schön fürs Bestiarium. Blitzrune, magische Kanonenkugel, der Blitzzauber, Suicide, bla bla bla, Schwach, Wasserbombe, Resistenz, Donner, Gift. Statusresistenz vergiften Berserker. So. Ja, 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 wertvoll. Das heile ich jetzt gleich. Mach die Blitzrune nicht kaputt, weil sonst habe ich gleich ein Problem. Moment. Die Dame. Was waren die anderen beiden? Dark Damage an alle, Holy Damage an alle. Nee, das kann ich gebrauchen. Vollheilung, Buffs. Ein schönes Lächeln. Ach. So. Und jetzt rauf auf die... Auf den Dicken. So. Soddle. Was ist der beste Blitzzauber? Der würde die Blitzrune allerdings heilen. Nee, komm. Kostet mich 20 AP. Ja, würde mir auch 20 kosten. Ja, ich glaube, Airstrike ist besser. Vor allem, wenn es nur der große Airstrike ist. Ja, voll auf den Chef. Ein Holy Clay hat er sich zu Hilfe geholt. Bäh. What? Der boostet sich da ein zurecht. Der Assi. Ich habe echt keine Ahnung, womit ich dir da. Das ist meine beste Wahl gerade.
alle Gegner. Nein, ein Gegner. Ich muss den Boss loswerden. Ah, das war nicht sehr gut. Boss Airstrike. Bevor die wieder mit Regina anfangen. Nicht vergiften. Vor allem nicht zurück angreifen. Scheiße, was für eine Waffe habe ich dir gegeben? Der boostet. Naja. M-Def ab. Und M-Add. Ja, okay, das hat's vollgebracht. Arg. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Das wäre eine Überlegung. Debuff den Gegner, wenn wir ihn treffen. Oh ja, und eine hohe Crit-Chance. Das war gut. Ja, ich habe mich gegen eure Magie... Was machst du? Scheint so, als wäre die nächste Attacke auf Donner basiert. Haben wir irgendwas... Haben wir Equipment dabei, das uns dagegen schützt? Im Inventar? Scheiße. Shitty shit. Und eure Ruhe, verdammte... Verdammt hohes Gebuffter. So ein Mini-Screamer. Bin nicht gut mit Magie, aber wenn man seine Magie-Defense senkt, könnte es uns vielleicht helfen, eine Combo gegen den Kerl zu hauen. Ja, hoffe ich auch. Deswegen. Der hat so viel Bass bekommen, der Arsch. Oh ja, sehr schön. Ich bin allerdings gerade mal dafür, dass du ein Medipack bekommst, bitteschön. Dann ist dein Gift auch weg. Nicht den nächsten vergiften. Au, au, au. Ja, hau drauf. Wir haben ihn auf die Hälfte. Der bufft. Ja. Oh, Limit Break. Du hast aber keine, die dich anheilt. Riesiges Schwert trifft alle Feinde. Hohe Chance auf Insta-Death für alle Feinde, aber nicht an Bossen. Nee. 5 Powerful Attacks gegen den Gegner. Ja. War mal wohl die. Insta-Death macht keinen Sinn bei einem Boss. Die sind oft immun dagegen. Du. Hier, boah. Hier, Missimo. Und der Schuss, der war gerade nicht schlecht gegen den. Ja, ja, ja. Lad das Magazin voll. Verdammt viel HP. Nicht schon wieder vergiftet. Und da ist die Attacke. Ahaha. Shield down. Ja, mit Shield ist umgefallen. Matt ist umgefallen. Sehr schön. Okay, fuck. Den Kampf kann ich vergessen. Den Kampf habe ich so gut wie verloren.
Revive. Wo ist Revive? Das ist Revive. Das hält niemals im Leben lange genug. Selbst wenn ich jetzt eine Ananas schmeiß. Niemals. Die sind schon wieder dran. Lasst doch diese Kackvergifterei. Wehe, du killst den Nächsten. Fucking rumbooste und Tactics, please. Der braucht ein Medipack. Du futterst etwas, das deine MP wieder auffüllt. 200, 500... 500. Okay, war übertrieben. 200er hat gelangt. Donner auf den Protektor. Wir haben unser Bisschen wieder erholt. Nicht schon wieder. Jetzt lasst ihn doch mal. Scheiße, sie fällt gleich. Aber für dich. Okay. Wow. Was wollte ich gerade machen? Ja. Buffen oder die Buffen? Wem gehören die Buffs? Das ist dein Buff, das ist dein Buff. Ist der Boss gerade gar nicht gebufft? Oh. Jetzt ist er debufft. Ja. Ja, sie gönnt uns einen Regen. Das hält uns noch eine Weile am Leben. Ich muss jetzt eine Runde defensiv werden. Und so leid es mir tut, aber Limit Break, du musst eine Runde warten. Dann könnte ich die Iron Cannon nochmal loslassen. Die sollte die Minions loswerden. Eventuell plus ihre ganzen Buffs, die sie sich angehängt haben. Dann brauchen sie eine Runde, bis sie sich wieder aufpumpen. Ja, schlag ruhig zurück, solange der nicht geheilt wird. Nicht instant, danke. Ich brauche ihn gleich. Der boostet. Ah, scheiß Gift. Komm her. Wupp. Iron. Bitte einmal schießen. Einmal ordentlich kaboom. Komm, hau die Minions weg, trotz Buff. Einen hat's weggehauen. Sehr schön. Oh, naja, scheiße. Der zweite da oben, der explodiert gleich. Das ist die Rockrune. Die muss ich loswerden. Bevor sie explodiert. Der Clay da unten ist nicht so schlimm, der explodiert nicht. Der kann stehen bleiben. Uhuhu. Aber ich will nicht nochmal eine Explosion abkriegen. Ja, genau. Auf die zwei, die schon angeschlagen sind, schießte. Der bufft. Wow, ich hab's überstanden. Ja. Womit hau ich dich?
Drain hat das letzte Mal auch nicht funktioniert. Jetzt hat es funktioniert. Ah, sehr schön. Sie muss aber trotzdem... Wir sind den Buffer losgeworden. Den einen. Was war besser? 6 Schüsse war besser. Ja, ja, ja. Schrumpfe Lebensleiste. Au. Au. Nein. 2 Light Wu. Oh, fuck you. Oh, fuck you. Mwah. Ich muss noch mal mich schützen. Super. Ach, eigentlich will ich mit ihr angreifen und nicht nur supporten. Mann. Erst weg. Gut, Unload hat Power 120. Ist mehr als Airstrike. Ah, ob das was bringt gegen das Regen? Angriff. Ah, 2 Light Rune und ein Holy Glaive. Na toll. Mein Regen ist gleich fort. Und er hat 5 Runden Regen. Alles klar. Und er heilt. Ja, okay, das war aber nicht viel. Hehehehe. Das ist der. Magic Death ist 25% hoch. Ist jetzt aber keine Donnerrune mehr da. Power 50, Power 60. Machen wir trotzdem noch auf den Chef. Komm, 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 komm. Ich bräuchte noch ein paar Limits. Jetzt boostet der auch noch. Ah, das willst du nicht. Ja, der speichert wieder Partikel für eine große Attacke. Und ein Buff nach dem anderen. Kann ich auch. Das werde ich jetzt auch machen, wenn du unbedingt... Wenn du ein Buff-Duell haben willst, dann machen wir ein Buff-Duell. So. So. Was konnten wir? Nur für einen. Hahaha. Wir können die Ausweichrate senken. Und zack. Hat's was gebracht? Einen. 2. Ein Teil hat's gewischt. Und da kommt der fertige Schuss. Nein! Dispel! Meine Buffs sind weg, du Arsch. Wie fühlen wir uns danach? Geht's allen gut? Nein. Die Debuffs sind geblieben, aber die Buffs sind weg. Und der Buff noch weiter hoch. Aber ich rasch kill mich doch jetzt einfach. Mensch, Skinner.
Die Scans bleiben trotzdem. Ich mache jetzt mal auf alle so. Mir jetzt auch egal. Ist ja keine Donnerrunde dabei. Der kriegt eh die ganze Zeit Regener ab. Also. Gott, ist das ein harter Brocken. Jetzt hau mich doch schon um. Hau mir doch einfach alle drei um. Ja, ja, der Helm, den du hattest, hat dir nicht viel gebracht. Ja. Hat er nicht. Gut, aber ich weiß, dass er gegen Donner empfindlich ist. Muss ich mal gucken, ob ich passende Waffen habe. Mit ihr mit dem Eisstab umzurennen, ist dann natürlich hier bei dem Boss Unsinn. Er benutzt selber Donnerattacken. Und diese ganze Bufferei. Die Bufferei ist böse. Hätten diese Airbags sich bessere Verteidigung bieten sollen? Das sind keine Airbags, mein Lieber. Das, was ich da vorne auf der Brust trägt, sind keine Airbags. Ja, killt ihn doch. Dass es vorbei ist. Danke. Das ist ein Bosskampf, aus dem hätten wir wahrscheinlich eh nicht fliehen können. Auf geht's. Es gibt ein Tutorial am Kartenmenü. Naja, ist okay. Brauche ich nicht. Let's continue. Continue. So, wir haben ja davor gespeichert. Und die Einträge haben wir trotzdem. Jawohl. Okay. Er greift mit Elektro an. Schwach gegen Donner. Donner und Bombe. Ja, du Kollege, ich werde jetzt da wohl doch noch ein bisschen grinden müssen. Gegen dich. Warte mal, aber ich kann auch den Warp da schon. Kann ich benutzen, ne? Ja. Ha! Dann. Gehen wir. Vom Strand aus durch die Eisgegend wieder durch die Wüste. Und nehmen uns gerade nur die großen Monster. Die viel XP und so geben. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich an dich da oben dran komme. Kann er sein? Ja, egal. Es ist doch wieder ein Och. Das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt. Wo ist dein Feuerschuss? Der da. Wir müssen noch Ausrüstung aufwerten. Ja, was war das eigentlich? Ist das ein... Kontert. Ja, das war seine Waffe. Seine Waffe hat ihn zumindest geschützt ein bisschen. Und hatte Wasserangriff. 50% Wasser, ja, genau deswegen. Da war so der Counter eigentlich gar nicht so schlecht.
Welchem Level sind wir denn eigentlich gerade alle? 26. Na, probieren wir es mit 28 nochmal. Ja, gute Idee. Probieren wir es mit 28 nochmal. Was nicht so lange eigentlich dauern sollte, weil die Viecher in der Wüste haben doch ordentlich immer was dagelassen. Während jetzt hier die am Anfang von der Eisgegend natürlich, naja, ein Witz sind. So. Ich wollte gerade schon schimpfen hier, dass du jedem Angriff entgehst. Ja, ja, gib mir so ein bisschen von dem Eis, weil MP-Heilung werde ich dann auch sehr krass brauchen. Wow, lauter so große. Kriegen wir sie trotzdem Blatt? Yep, und tschüss. Naja, viel kriege ich hier dann doch nicht. Verdammt. Taktik. Shoot. Der da. Und tschüssi. Ja. Ja, okay, es ist ja auch ein Igloo. Klar ist das empfindlich gegen Feuer. Es schmilzt. Tschüss. Ja, Fell, dann kann ich noch mehr Zeug aufwerten. Oh, hier in der Gegend gab es doch... Nein, diese verdammten Kacksteine. Ja gut, ich bin jetzt ein bisschen stärker als vorher, aber trotzdem. In der Wüste gab es die besseren. Mal gucken, wie es da läuft. Ja, gib mir Edelsteine. Ich habe meine Rubine verschenkt. Ja. Bei irgendeinem Quest brauchte ich, glaube ich, welche. Und ciao. Danke. Toll, jetzt sitze ich echt noch rum und grinde hier schon wieder. Weil wir so auf die Fresse gekriegt haben. Plus habe ich aber schon mal alle abgesucht, ne? Ja. Ja, ja, hier sind die Kacksteine, die ich nicht mag. Aber sie geben gut Erfahrung. Weil sie so fies sind. Ja, genau ihr. So. Backup war das. Und der Panzer. Fast. Das war die andere Schwäche, Erde. Trifft leider immer nur ein Ziel. Wäre es jetzt einer gegen mehrere Ziele gewesen, hätte das funktioniert. Hey. Genau deswegen hasse ich euch. Genau deswegen hasse ich euch. Verschwinde. So. Hui. Eine sehr interessante Mischung. War die schon immer so? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Klar, den haut es natürlich nicht um. Der Simon gegen Feuer. Was war deine Schwäche? Ach ja, Bombe. Backup. Panzer. Sollte dieses Elementar gleich immer noch stehen, dann kann Matt das ja machen. Nee.
Ciao. Her mit dem Loot. Zack, 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 zack. Alter! Allem ausgewichen. Ja, du kannst so schießen, oder? Ah nein, Wasser. Wasserelement. Hätte fürs Grinden umrüsten sollen. Hatte ich aber keine Lust. So. Ich hänge am Baum fest. So. Hey, Greif, lang nicht gesehen. Alles klar bei dir. Weg mit dem Lava-Bit, bevor der auf dumme Gedanken kommt. So. Gerbum. Och, das Elementar steht noch. Na super. Verdammt, ich hoffe, die zweite Welle hier war nicht mit einem Monolithen. Nee, nur Magebots. Okay. Dein Name ist immer pink. Bei mir ist ja gerade so Hautfarben auf meiner Seite im Chat. Auch etwas merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, wonach der Chat die Farben für die einzelnen Namen aussucht. Ich kann mir hier mal den Dark-Angriff anschauen. Der auf alle Gegner geht. Nice. Sah cool aus. Ja, der Fohlen steht immer noch. Shoot, shoot, shoot. Darkblast. Und tschüss. Hühnchen gerupft. Ja, jetzt wird es doch schon besser mit der Erfahrungspunkte hier. Und zack. Das ist eine Kack-Kombi. Moment. Wenn ihr den aber mit der Attacke wegmacht, zack, kann sie vielleicht damit die beiden ausschalten. Egal in welchem Stream, mein Name ist immer pink. Oje. Das ist echt gemein. Ja, gut. Pink ist jetzt auch nicht unbedingt so eine gute Farbe. Muss ich sagen. Es gibt Dinge, da ist es okay, wenn sie pink sind, aber der Name im Chat. Naja. Ja, die beiden Eaters sind stehen geblieben. Ja, bloß nicht eingefroren bleiben, Leute. Hier bringt dein Counter mit der Waffe nichts. Vor allem nicht gegen den da oben. Gegen den da unten hat es was gebracht. Apropos, gegen den da unten bringt es auch was drauf zu hauen. So. Weil ich die richtige Waffe habe. So, und tschüss. Immer her mit dem Zeug. Notfalls wird es verkauft, wenn es zu viel ist. Ah, der hat leider keine Eisattacke gegen alle. Da brauchen wir sie kurz. Und tschüss. Gnarf. Müssen wir den Panzer rufen. Ich will nicht, dass die Bits explodieren, weil sonst kriege ich keine Erfahrung, kein Loot für die. So. Schon besser. Und ich brauche die gerade. Sind dann hauptsächlich wahrscheinlich die Teile von denen, aber egal. Und die wahrscheinlich von den Eaters. Wie komme ich an die eine Stelle mit dem blöden Slime da?
ist noch eine Kiste, die mir da fehlt hier. Hä? Notfalls muss ich das doch nachgoogeln. Weil hier geht's dann nur noch nach links, aber der Schleim ist da drüben. Du lässt mich noch mit 30 Medaillen durch. 40. Ja, gut, okay. Aber jetzt bin ich wieder hier. Jetzt kriege ich passende Gegner für meine Waffen. Hier zum Beispiel. Aber hier kann er auch mal wieder was machen. Zack und tschüss. Und die beste Eisattacke gegen einen Gegner. Hat noch nicht gelangt. Du kannst so auf ihn schießen, komm. Oder mit dem Schwert. Nein, wäre der zweite Treffer auch so groß gewesen, dann hätte das geklappt. Yeah. So. Ganz länger, es gibt mir Metallplatten und Zahnräder, damit ich noch ein paar Sachen aufwerten kann. Euch konnte man mit Elektro angreifen, aber der Kleine da, der war... Dieser Slime, der aussieht wie so ein misslungenes Pikachu. Der absorbiert das. Tschüss. Plasmawelle. Ja, hat nicht gereicht. Ja, okay, die halten schon mehr aus. Der ist weg. Das war ein Ganzlinger. Das ist Swordslinger. Der müsste aber trotzdem... Naja, doch nicht. Dann zappen wir ihn doch. Lady, du musst schon treffen. Das ist auch so ein Problem. Ihr trefft so schlecht. In der Ausrüstung mal gucken, ob irgendwas das verbessert, weil es nervt nicht. Gegen alle Gegner, so. Hui. Da waren aber ein paar ordentliche Fails dabei. Also, Madame, das war jetzt nicht so doll. Noch, der steht immer noch. Weil du ein paar Treffer nicht gelandet hast, Mann. Ein Donnervogel dabei. Ja. Ja, kratz den schon mal an, das ist gut. Nur nicht den Donnervogel ankratzen. Oder gleich richtig töten. Hm. Na gut, dann muss ich ihn mit... Matt töten. Weil sonst halte er sich, wenn ich gleich einen Zauber mache. Wasser, Wind, Gift. Gift, Gift, Gift klingt gut. Stirbst du? Tut er nicht. Ach Mensch. Ich will ihn aber nicht heilen, indem ich jetzt einen Donnerzauber drauf packe. Du scheiß verdammter Kackvogel. Wo hatten du die Knarre versteckt? Ich hasse es. Insta-Death. Ducken um die Attacke, ausweichen. Ja, sehr gut. Matt hat es gerade gar nicht kommen sehen, glaube ich. Ja, kill den Kackvogel. Au, au, au. Ja, hau zurück. Der ist weg. Scheiße, sie ist stunt. Ah, ich will aber Matt da oben wieder haben. Ah ja, Kaffee war das. Kaffee belebt wieder. Steh wieder auf. Mann, Mann, Mann.
Fällt damit noch einer um? Ja. Die anderen beiden trifft er nicht, weil er zu blöd ist. Au. Ihr Stun ist weg. Scheiße, er hat Ding. Down. Der ist futsch. Zumindest steht sie wieder. Matt ist zwar ordentlich angehauen, aber... Ja gut, müssen wir halt ein bisschen hin und her laufen. So. Das heilt ja von selber. Siehst du, sogar recht schnell. Aber ein XP zukommen, wird es gerade langsam doch ganz schön knifflig hier. Gibt es da keine schnellere Möglichkeit? Ich glaube nicht. Das ist gerade das Einzige für mein Level. Ja. Ins nächste Gebiet komme ich nicht, bevor ich nicht an dem Boss vorbei bin. Ich probiere es nach dem einen Level ab nochmal. Ansonsten, ja gut, grinden wollte ich ja dann sowieso. Aber es ist halt schon kacke. Oh Mann, ich wollte eigentlich aus dem Gebiet raus heute. Ach Gott. Ja, da gibt es keine andere Option. Ich muss es machen. Na gut. Klicker die Klick, Klick und Klick. Passt. So. Seiten alle wieder da, wo sie hingehören. So. Aller gut. Bist du heile? Ja. Ah ja, die Limit Break Leisten alle drei voll haben. Das rentiert sich auch. Schade, dass ich nur das Giftgas habe, aber ich glaube, ja gut, Power 10. Es macht ein bisschen Grundschaden, aber es wird nicht reichen. Nee, das reicht niemals. Na gut, da müssen wir sie mit irgendwas Neutralem angreifen. Alles bloß kein Donner. Wie wär's? Nein? Mit Feuer? Die Schleime halten eigentlich nie sehr viel aus. So. Und zack. Vielleicht stirbt der Schleim durchs Gift? Nee, ist glaube ich nicht genug. Oh, wie süß. Das hat gekitzelt. Doch, der ist tatsächlich gestorben. Okay, ich habe nicht erwartet, dass er so viel Schaden macht, das Gift. Dummerweise ist der Boss ja immun gegen Vergiften. Ja, super. Der schützt sich durch die Außen rum, ja? Dass ich nicht mit Blitz angreifen kann. Der Assi. Muss ich halt auf Bombe umsteigen. Oh, ein Treffer. Böser Vogel. Ab in den Ofen. Grillhähnchen. Dankeschön. Erstmal darüber. Der Sandwurm ist wieder da. Echt? Okay. Der war allerdings ein bisschen heftiger dafür, dass er diesmal kein Boss ist. Also muss ich nochmal gucken. Nicht Dark Clay. Hier, Sandwurm. Poli und Eis. Hatte sie eine Holy Flächenattacke oder nicht? Judgment. Nee, ist eine Einzelattacke. Ah. Ja gut, dann ist es halt eine Einzelattacke. Ab auf den Sandwurm. Hat's vollgebracht. Alles klar. Also ich habe den Sandwurm aber gekillt. Ich konnte ja die ganze Zeit an die
an die Dings. An die Schalter auch. Dass jetzt so ein heftiger Gegner noch wiederkommt, ist schon krass. Kein Boss, der ist einfach nur so hier auf der Karte. Er fängt an zu kotzen. Also über zwei Leute vergiftet. Das ist deiner. Nicht ge... Oh. Geht Purify gegen mehrere? Schein. Purify gegen alle, so. Das Gift wegmachen. So. Backup. Nochmal den Panzer. Ja. Der Sandwurm, der war im anderen, im zweiten Teil schon kacke. Mahlzeit. Ja, der hat ziemlich übel im Mundgeruch, das glaube ich. Wer spricht denn gerade? Der Matt. Der möchte nicht unbedingt wissen, was das Ding gegessen hat. Gibt's hier sowieso nichts viel zu essen. Wieso ist das Teil so groß? Frage ich mich auch, Matt. Frage ich mich auch. Dein Accuracy ist doch gar nicht gesenkt. Wieso triffst du so schlecht? Und sie auch noch. Was soll denn der Scheiß? Leute, ihr seid so blöd. Ach, machen wir mal einen Angriff. Ihr lasst euch von dem ankotzen. Und haut nicht gescheit zurück. Also echt. Trifft doch. Das nervt. So. Jetzt habe ich dich mit einem Netz festgepinnt. Minus 30 ausweichen. Mal sehen, ob das was bringt. Hilf. Ist ja widerlich. Keine Manieren. Erstmal eine Runde. Dass wir das Gift überleben. So. Jetzt triffst du ihn aber. Komm. Na, Allah, geht doch. Das Medipack heilt nur einen von euch. Ist allerdings auch Unsinn. Oh. Die Buff werde ich ein bisschen. So. Ja, jetzt spuckt er wieder Sand. Ja, klar, der streut uns Sand in die Augen, der Arsch. Damit wir nicht mehr so gut treffen, ne? Da siehst du, da macht es nämlich auch. Um auszugleichen, dass ich seine Ausweichrate gesenkt habe. Der Arsch. Dich trotzdem getroffen. So. Und nein, die Limit Break Leiste, die hebe ich mir auf für den Boss. Okay. Jetzt fängt er an, wieder giftiges Blut zu spucken. Da muss gleich nochmal jemand heilen. Heal. Simon. Hehehe. Ich bin noch mal so gemein und papp dir da noch mal eine Ladung drauf. Ich werde dein Gift überleben. Auch wenn es weh tut. Ringang. Weil es schon verdammt krass gestackt ist jetzt. Warte mal. Könnte das reichen? Yes!
Perfekt. Dann müssen wir sein Scheißgift nicht mehr ertragen. Oh ja, du kannst gerne öfter wiederkommen. Für den Batzen-XP war das wert. Ich hatte gar nicht mehr im Kopf, dass das so viel war. Aber hey, warum auch nicht? Ich wollte ja eh leveln. Ach ja, genau. Wie war das mit den Monolithen? Wir sehen eure... Ah, das sollten wir noch ein bisschen auffüllen. Weil Monolithen sind gefährlich. Taktik wollte ich. Und Kabuff. Ah, hat nicht gelangt. Verdammt. Ich darf nur nicht Dark oder Holy nehmen. Wasser, Eis. Feuer. Der ist alle. Es hat aber keine Resistenz gegen Eis. Dann. Eisstomp. Yes, perfekt. Komm her. Ach, mit diesen Dingern kam der. Bombe, Donner. Wasser, Eis, Bumm. Er hat leider keine Donner. Und du warst resistent gegen Donner. Und du hast dich, glaube ich, nicht davon geheilt. Wir machen es einfach so. Jetzt bist du dran. Aber ich habe Vorsprung. Ja, hau ruhig drauf, Lenz. Was willst du dispellen? Ich habe gar nicht gebufft. Das hat dir jetzt nicht viel gebracht, Kollege. So. Die sind nicht immun gegen Eis, also können wir allen damit wehtun. Ja. Hat es aber auch nicht wirklich gebracht. Ich würde die beiden gerne mit Donner angreifen können. Ja, tschüss, Monolith. Weil die sind Roboter, deswegen ist Donner gut gegen die. Einer weniger. Oha. Na, ob dir das noch lange hilft, das werden wir sehen. Du bist gleich weg. Du hältst nicht mehr lang. Und tschüss. Die Monolithen sind nicht so schlimm wie die anderen. Der Golem, der war auch fiese. Aber das sind jetzt genau die XP-Schübe, die ich brauche. Oh. Hm. Ihr brennt alle drei gut, ne? Gut, außer du. Du bist neutral. Aber okay. Feuer, Feuer, Feuer. Kabuff. Stehen immer noch. Verdammt. Habe ich da was von Eis gelesen? Und ciao. Nutze ich erst ein Backup? Nee. Schießen wir drauf. Sie sterben nicht davon, sehr schön. Dann kriege ich nächste Runde noch Erstschlag für die zweite Welle. Da ist wieder so ein Golem dabei. Ja, Wasserwaffe bringt nicht viel. Wasserattacken bringen nicht viel gegen Pflanzen-Pokémon. Tactics. Milady. Walten Sie Ihres Amtes. In der Unkrautvernichtung. Vielen Dank. Genau, jetzt sind die zwei Kollegen da. Bombe habe ich anzubieten, Dunkeleis. Bomben wir erstmal ordentlich eine rein. Boom. Das ist der Kleine, sehr schön. Dann trifft es beide. Aber nicht ganz so stark. Ah, da war was. Ah,
Der hat sein Schild verloren. Sehr gut. Der hält nicht mehr viel. Au. Aber der Assi ist gebufft. Das finde ich nicht so gut. Ey, du, lass auch mal dein Schild fallen. Danke. Dann hat sie es nämlich ein bisschen einfacher. Der ist ausgewichen. Der Arsch. Dispel. Hätte ich vorhin mal anwenden müssen. Oh, traurige Katzenstatuen. Moment mal. War da nicht was? Fällt mir gerade wieder ein. Ach, den hatten wir ja schon bedient. Ach so, ja. Ja, ja, ich habe deine Rubine verschleudert. Sorry. Was wollte der Gold... Die wollte noch 5 Katzenstatuen. Okay. Frisch ich gerade wieder auf. Frisch ich gerade wieder auf. Sind die Monster da oben drin wieder da? Ja. Aber wir haben gleich das Level ab. Und dann versuche ich den Boss nochmal. Werde ich speichern, sie umbasteln. Und die Dispel-Waffe. Ja klar, eigentlich eine sehr gute Idee. Also beziehungsweise der Dispel-Angriff. Also was mir so die Schwierigkeiten bereitet hat, sind ja auch die ganzen Buffs gewesen. Stehen noch. Au, au, au. Lattat. Das ist nicht nett. Leute mit Blättern zu bewerfen. So. Okay. 2 von der Sorte. Ich probiere es hiermit und hoffe darauf, dass es... Ah, es ist nur der Einzel. Ja gut, dafür ist der Light Clay weg. Nein, wir werden die Limit Break nicht aufbrauchen. Die brauchen wir für den Boss. Aber es ist schön, dass alle 3 Leisten voll sind. Ja, Dispel nur rum. Wenn dir das Spaß macht. Und zack. Schaffst du das, Madame, mit dem Eissturm? Nicht ganz. Wenn sie mehr getroffen hätte, schon. Jetzt aber, komm. Give me that XP. Thank you. Ah, gleich. Oh, ein Smaragd. Runen. Ein Haufen Geld. Okay, jetzt muss ich mir die anderen Zugänge da. Müsste ich wieder aufmachen, wenn ich da rein will. Oder ich ignoriere ein paar von den Jungs. Weil ich keine Lust habe, jedes Mal die Schalter umzustellen. Ja, okay. Hier ist aber auch ein bisschen Nachschub. Also. Nutzen wir die. Ich kann euch alle mit Bomben, gell? Beide, ja. Dann Bushido und wir mal hier. Ja, okay. Es hat ihn sogar weggekillt. Warum auch nicht? Dann killen wir halt so. Teil weg. Den richtigen anvisiert dir. Bei dir ist jetzt allerdings das Problem. Ich kann mit dir. Nein, nicht Gift.
Hat nebendran. Airstrike. Und bitte Einzel nur auf den. Danke. Und ciao. Haust du zurück? Nein? Langweilig. Wasser habe ich nicht. Ich kann mit Eis dienen. Hat auch gereicht. Zweite Fuhre. Au. Okay. Okay. Zwei von denen. Zwei von denen gleich dort. Tot, tot, nicht tot. Schade. Aber den haben wir gleich. Counter? Nein? Okay. Dann macht er das. Oder auch nicht. Muss Frau immer alles selber machen. So, zacki. Level up. Sehr schön. Ein Haufen Zeug. Thank you. Den Kollegen da oben nehme ich trotzdem noch schnell mit. Und dann probieren wir nochmal den Boss. Okay. Wo ist meine Holy-Attacke? Da. Zack. Und es hat nicht gelangt. What? Okay. Der ist jetzt ein bisschen stärker als der Kollege, der unten gestanden hat. Spiel, du wirst gerade sehr langsam. Ich hoffe, da ist sich wieder irgendein Update im Hintergrund. Ne, Steam hat eigentlich sein Update-Krempel vorhin gemacht. Irgendwas verlangsamt uns gerade ein bisschen. Ha. Halt noch ein bisschen durch. Noch eine Dreiviertelstunde Spiel und dann darfst du ins Heierbettchen gehen. Aber die 2,5 Stunden musst du hier jetzt schon komplett aushalten. Der steht immer noch. Ja. Und er schmeißt mit Untoten um sich. So. Thank you. Arsch. Dann wir mal ins Menü. Sicher gehen, dass sie voll sind. Ah, sehr gut. So, dann speichere ich jetzt hier ab wieder. So. Safe. Hätte ich eigentlich rausgehen müssen. Und dann schauen wir mal, wie wir sie equippen können. Das ist auf jeden Fall keine gute Idee. Mehr Holy Attack. Damit würde ich. Nee, da kriege ich mehr Donner auf die Nuss. Doom. Was ist das? Holy. Resistenz gegen Holy und Dispel. Dispel-Resistenz wäre natürlich nicht schlecht. Feuer, Eis, Freeze. Ice, Water. Wind, Earth. Drago-Killer. Ist allerdings auch selber Donner-Element. Hm. Er hat zwar keine Donnerangriffe, aber das könnte ihm was bringen. Das ist gegen Gift und Stun. Gegen Wasser. Gegen Accuracy Down. Damit hast du ja so deine Schwierigkeiten, Kollege. Eine recht ausbalancierte Ausstattung. Noch mehr Resistenz gegen Dispel. Da kriege ich weniger Resistenz gegen. Gegen Magic Attack Down, Magic Defense Down, gegen Stun, Ice Wind Freeze, gegen Bomb. Mm. Bleibst mal bei der roten Jacke. Was geben wir ihr? Was ist denn dein Donnerspärchen? Hört sich doch gut an. Boostet die Angriffe von die Kraft von Donnerangriffen. Was haben wir noch? Gegen Dispel. Allgemein. Mehr Holy. Nee, komm, wir rüsten mal voll auf Donner um.
Nee, das ist genau falsch. Gift, Tod, Freeze, Holy. Das ist halt der Allrounder, diese von Dead. Ja. Ja, okay, haben wir wenigstens ein Accessoire, das dir was bringt. Resistenz, Up-Down, Death-Down. Resistenz gegen Donner. Weniger Donner, Wind, Stun und Tod. Ich glaube, das ist das Richtige. Oh ja, siehst du schick aus. Deep Blue Counter zwar, ist aber nicht sehr nützlich. Thundercore. Kriegen wir halt ein bisschen mit ihm mehr auf die Fresse, wenn wir... Ja. Wenn die Rock Rune angreift. Schutz gegen Feuer, Siphon, Dispel, Wasser, Feuer, Donner, nein. Bombe, Armeejacke. Der 5M, der 25, haben wir da was, das besser ist? Ja, okay. Aber auch nur, weil wir trotzdem Donner 20% dank der Waffe bekommen. Besseren Hut haben wir für die nicht. Der würde noch mehr Death boosten, aber dann verliere ich noch mehr Resistenz gegen Donner. Das wäre kacke. Nee, wir benutzen mal diese Besetzung. Und probieren nochmal unser Glück. Ja. Was hauen wir ihm denn auf die Fresse? Der war auch ein... Der war... Nein, nicht die Rune. Hier, Protektor. Resistenz gegen Holy. Gut, dass ich nicht auf Holy gesetzt habe. Wasserbombe Donner. Neutral. Neutral. Ich kann natürlich auch erste Mal einfach nur. Ihn ein bisschen in der Def senke. Uns ein bisschen aufpushen. Bam, 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 bam. Und ihn ein bisschen nerven. So. Die macht Schaden. Der wird buffen. Nein, der macht Schaden. Autsch. Was machst du? Schaden. Vergiften natürlich gleich. Hahaha. Macht ruhig Aua Aua, weil dann gibt es nämlich gleich Aua Aua für euch. Die Gute sorgt jetzt mal für ein paar Buffs und Debuffs. Und wir sind heile. Sehr gut. Wo ist dein... Hier. Greife ich so an. Element der Waffe. Klingt gut. Ich habe mich mit Donner ausgerüstet. Oh ja, oh ja, oh ja. Der hat gut gesessen. Der hat sehr gut gesessen. Sehr schön. Feuer, Bombe, Erde. Iron. Ist allerdings arg. Hau ich die? Ja, komm, hau mal die Iron raus. Wird sich die Leisten neu aufladen. Aber da ich die Runen jetzt analysiert habe, muss ich sie mir auch nicht unbedingt... Gut, jetzt ist er kurz alleine, aber der wird gleich neu rufen. Noch nicht. Wo ist Unleash? Wo ist Unleash? 100% Waffe. Spezialpower. Jetzt kriegst du ordentlich auf die Nase. Oh ja. Kann ich mit Backup oder so mehr irgendwas noch unterstützen? Will man auch Unleash kommen? Der hat gesessen. Holst du dir jetzt Verstärkung? Nee? Immer noch nicht.
Okay. Ich hole uns vorsichtshalber trotzdem mal einen Regener. Man weiß ja nie. Wie war das bei dir mit Dark? Ja, okay, brauchen wir nicht. Die hat das letzte Mal übelst wehgetan. Ne, ne. Zwei Thunderbirds holst du dir, okay? Ja. Er fängt wieder an, sich aufzuladen. Ey, lass das! Tja, wie kriege ich sonst noch? Probieren wir es hier mit. Naja, sehr powerful war das ja nicht gerade. Ja, mit einem starken Finish. Gar nicht so schlecht. Thunderbirds werden ihn allerdings nicht heilen. Was ich sehr gut finde. So. Ja, er ist schon halb tot. Nein, unsere Buffs sind weg. Das habe ich ja so überhaupt nicht befürchtet. Scheiße, genau. Sie ist jetzt gestunt. Jetzt bräuchte ich sie eigentlich. Rah. Mist. Machen wir einen Airstrike. Gucken, ob der besser ist. Ah, unser Regener ist auch weg, verdammt. Na, wenn ihr Stun weg ist, kann sie wieder. Attack down, scheiße. Das ist nicht gut. Ja, ist okay. Reg dich auf, du kleiner Piepmatz. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es stärker war als Unleash. So Boosts sind jetzt halt weg. Das ist blöd. Dadurch ist das jetzt natürlich was anderes. Gabo? Naja, so tötet es vielleicht die Vögel weg. Oder auch nicht. Okay, nächste Runde wird ein Boost. Oh, der hat sich eine Holy und eine Bolt Wound wiederholt. Scheiße. Nein, ich brauch sie. Ah, Gott sei Dank. Stun ist weg. Nein, doch nicht. Kacke. Ich brauche Boosts, ich brauche Buffs. Es boostet nur einen. Evade oder machen wir lieber Protect. Das Regen wird uns helfen. Ist ein Food-Item, das... Achso, der Knoblauch heilt aber nur von allen. Aber wenn ich ihr Stun damit fortbekomme, kann sie das Regener nochmal verlängern. Das ist zumindest etwas. So. Das eine ist eine Light Wound, das andere ist ein Bolt. Zumindest ist kein Dark Clay dabei, das heißt, ich könnte, falls der mit diesem
Buff-Gescheiß da anfängt. Macht er nicht, okay. Dispellen. Medipack. Weil das Gift nicht zu schlimm wird. So. Was habe ich mir geboostet? Die Defe. Dann greifen wir nochmal an. Wo ist mein da? Unleash Batsch. Jetzt natürlich nicht mehr so stark. Defensiv. Wegen der scheiß Donnervögel. Muss ja nicht unbedingt sein. Wäre schön, wenn dein Accuracy Down mal verfliegen würde. Das nervt ein bisschen. Kleine Buffs. Du willst dich diesmal nicht bis in Unendlichkeit hochwaffen? Das ist ja interessant. Du bist dran. Oh, okay. Dann Bushidon wir mal wieder ein Unleash gegen den Protektor. Uff. Oh ja, sehr schön. Rote Zahlen sind gut. Und immer feste drauf. Der hat leider Accuracy gesenkt. Das finde ich doof, aber vielleicht trifft er ausreichend. Triff, 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 triff. Nein, nein, nein. Ah. Du hast Sand in den Augen. Deswegen triffst du nicht so gut. Eieiei. Die Minions kann ich mich ja immer noch später kümmern. So. Und nicht. Na, wobei. Legend. Ah. Doch. Es ist ein Ticken stärker als Unleash. Mit dem Finish. Wir nähern uns. Wir nähern uns. Ja. Er hat immer noch minus 30. Kacke, Mann. Aber die Vögel tun mir nicht so weh, das ist gut. Ja, jetzt fängt er wieder damit an. Ja, super. Dann werden wir wohl dispellen müssen. Das ist allerdings nur die Chance. Warte mal, hattest du nicht direkt ein Nein. Ich dachte... Nein. Hm. Ja gut, dann müssen wir deinen dunklen Schuss da benutzen. Dispel. Yes. Genau der richtige. Die Runen werden allerdings... ich weiß nicht, ob das schon der kritische Bereich ist. Wird eventuell eine explodieren gleich. Aber wir haben ihn gleich. Nein, die explodiert nicht, okay. Au. Hör auf zu boosten.
Das wird ihm nichts bringen. Ich mach ihn trotzdem jetzt tot. Und... Ah, oh, ein Treffer zu wenig. Shoot him down. Buff, 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 kabuff. Yes! Der nächste Boss. Ja, ihr steht noch, ich weiß. Jetzt muss ich mich nicht mehr zurückhalten. Also nicht mehr ständig mit Buffs hier noch voll pumpen. Weil jetzt kann ich euch ordentlich den Arsch versohlen, ohne dass ihr nachgeschoben werdet. Das war noch gut. Gift. Gifti, Gifti, Gift. Ah, der steht noch. Verdammt. Fallt alle tot um. Bitte, bitte sehr. Ah, die Vögel mit ihrem Honigwelt. Ach, das war die ganze Zeit der Vogel darum. Ich habe die falsche Leiste im Auge behalten. Ist klar. Er ist dann. Ja. Yuri, heil mal alles Böse von uns. So. Und wenn er ein Netzchen schmeißen kann. Wegen Dämonenwelt dieser Kackvögel. Den Vogel killt's doch. Nein, tut's nicht. Ah ja. Donnerwaffe. Donnerwaffe. Alles nur nicht Donner, gell? Okay? Ja. Dann Feuer. So. Hab jetzt zwar den Eisbuff nicht mehr, aber Hauptsache futsch. Und ein Airstrike. Der andere wäre auch nicht schlecht gewesen, aber gut. Ohohoho. Alter, hey. Und noch mehr Goldplatten. Ich brauche aber Rubine. Tschüsse mit dir, du Asch. Ja, das ist eine Menge Schätze. Besser als alte Töpfe und Pfannen. Ja, glaube ich dir. Ich bin überrascht, dass wir an diesem Mesh vorbeikamen. Der hatte viel stärkere Ausrüstung als mein Valkyre-Tank. Oh, ich erinnere mich noch an den Kampf, der war. Wow. Eine Technologie, die vor Millionen von Jahren verloren ging. Oh. Schon, ja, troubling. Schon gefährlich, dass so etwas noch hier aufgetaucht ist. Hm. Equip Dealer. Ich habe einen Hut gefunden. Und Zeug. Und noch mehr Zeug. Und noch mehr Zeug. Eine Kiste zu weit. Das mag. Ich brauche Rubine. Oh, da ist das Titanium, das der eine Typ haben wollte. Ein Rubin, ja. Sag doch, ich brauche Rubine. Bacon. Und Geld. Das war's. Huch, da hat sich eine Kiste versteckt. Ja, ich kann weiter ins nächste Gebiet, wenn ich will. Und mir fehlen auch noch Kisten hier. Mann. Oh, bleiben wir in der Ausrüstung? Bleiben wir in der Ausrüstung. Gucken wir uns das nächste Gebiet an. Schnuppern wir schon mal rein. Um liegen gebliebene Kisten können wir uns kurz vom Boss noch kümmern. Hallo, Nolex. Mit gewaltigen Schmerzen und Aufwand schaffte es das Trio durch die komplexen Puzzle und Labyrinthe des der Kätzchen Königreich Ruinen, Kitten Kingdom Ruins,
Sie waren nicht darauf ausgelegt, ihre Gehirne in solchem Ausmaß zu benutzen. Sie waren allerdings auch sehr beeindruckt von der Technologie der Urahnen. Steine schwebten durch die Luft und Feuer und feuerten riesige Partikelstrahlen, die dazu fähig waren, Rüstung zu zerschmelzen. Ui, das muss aber sehr heiß sein. Die Quelle solcher Technologie bleibt allerdings weiterhin ein Geheimnis. Jeden außer Nolex die Katze. Der es mit Freuden erklären würde, wenn er sprechen könnte. Kann aber nicht, er kann nur Mounts. Miau, miau, miau. Jenseits der Ruinen wurde der Grund allerdings etwas steil. Wenige Abenteurer sind bisher so weit gekommen. Und nur die besten Krieger gingen weiter. Ups. Aber egal, schließlich schaffen sie es bis zum Vulkan, dem Ziel ihrer Reise. Wo die uralte Gottheit Akron vor tausenden von Jahren begraben wurde und nun zurückgekehrt war, um unendliches Desaster zu verbreiten. Ja, wer war wohl daran schuld? Wer hat ihn wieder aufgeweckt? Das Ende ihrer Reise näherte sich sehr schön. Wir sind am Vulkan! Kiste. Ja, damit. Ihr seht lustig aus mit euren kleinen Rüstungen. Du siehst allerdings nicht sehr gesund aus, da Kollege. Muss ich sagen. Was habe ich denn jetzt an Geld? Alter Schwede, habe ich ihn auf Knete. Lass uns die zwei Münzen gegen das Eurozeichen austauschen, hier drüben dran kleben und das da auf mein Konto überweisen. Dann habe ich ausgesorgt. Boah, das Mann hat sich noch nicht regeneriert. So. Hallo, Kollege, wer bist du? Waldin. Meine gesamte Party wurde von der Dunkelheit verschluckt. Oh, es ist schrecklich. Ich habe ihre Schreie gehört und bin geflohen. Ich warne euch, geht nicht in die Dunkelheit. Welche Dunkelheit? Ist doch ganz hell hier. Okay. Hallo, Mr. Ritter. Captain Targold sagt, wir sind die Einzigen, die genug Erfahrung haben, um es mit Akron aufzunehmen. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Gelehrte sagen, er ist unsterblich und er lebt, indem er Seelen konsumiert von denen, die ihn herausfordern. Ups. Erzählt. Sieht so aus, als hätte jemand wieder sein Zelt vergessen. Willst du wohl mit dem Stehlen aufhören? Naja, allerdings gewöhne ich mich langsam dran. Ja, probier's doch auch mal aus. Ich weiß doch, dass du das willst. Ach, na gut, okay. Dieses eine Mal. Klick. War ja nur Essen. Ich hätte was Besseres erwartet, aber gut. Ich und meine Männer könnten etwas neue Ausrüstung gebrauchen. Ich würde den ersten, der mir so ein paar Schilde bringt, einen ordentlichen Preis belohnen. Da, bitteschön. What, 2 Titanium? Gold und Magic Circle. Dispel zum Mitnehmen. Brust, dankeschön. Kann ich ja noch den Titanium-Quest machen. Der war ja irgendwo da unten, ja? Wobei... Doch, der müsste in den Ruinen irgendwo stehen, der Typ. Die gehört noch zur Eisgegend, aber ich glaube, ab hier, das sind schon... Der könnte eventuell auch noch zur Eisgegend gehören, aber hier, das ist schon in den Ruinen. Jo, Kollege. Ich brauche Sternenpulver. Star Powder, Magical Dust... Magischer Sternenstaub, 3 Stück. Wo bekomme ich das her? Vielleicht von irgendeinem Monster hier. Hey! Der braucht 3 von den Dingern. Okay. Ich wurde angeheuert, um diese Ritter da drüben zu unterstützen. Ich plane,
den Dämon zu versiegeln, wenn er geschwächt ist. Allerdings, um das tun zu können, brauche ich ein paar Items. Zum Beispiel dreimal Magic Sockel. Ich habe einen bisher für dich bekommen. Kann das sein? Ist es ein Key? Ja, das ist ein Key-Item, habe ich erwartet. Einen. Stardust. Stardust. Hier sind noch ein paar Lücken. Ich würde aber eher sagen, dass es vielleicht auch ein Key-Item sein könnte. Huh. Was haben wir hier? Ui. Lass mich raten, du heißt Dark Elemental. Und benutzt Dark-Attacken. Und ein Bushi. Nee, Feuerelementar und Dark Busch. Moment, Feuerelementar. Feuerelementar. Ja doch. Oh, und da ist ein roter Schleim dazwischen. So, so. Ja. Dachte ich mir, dass euch das weh tut. Aber da ich jetzt keine eisverstärkende Ausrüstung mehr trage, tut es natürlich ein Teil von euch nicht mehr so weh. Gucken wir uns erstmal den Busch hier an. Kleinen Busch. Hallo, kleiner Mann. Aha, Dark Busch. Rußiges Gebüsch. Eine scheue Kreatur, die sich sehr gut unter der Asche versteckt. Schwach gegen Holy und Poison, also Gift, Resistenz gegen Dark, Statusschwäche gegen Vergiften. Und bissig. Au, au, au. Okay, aber sich gegen Feuer auszustatten ist, glaube ich, hier eine sehr gute Idee. Feuer und Dark. Darf ich? Danke. Ich möchte noch den nächsten analysieren und dann machen wir erst noch mal ordentlich Ouchi. Machen wir das Elementar. Die Slime gibt es bestimmt sehr oft hier. Feuerelementar, dämonische Entität. Das agiert mit Klingen und Feuer und Bombenmagie. Schwach gegen Wasser, Wind, Eis. Resistenz Feuer, Erde, Bombe. Status Schwäche Berserker. Status Resistenz. Lähmen, also Betäuben und Siphon. Alles klar. Du, Madame, mach mal nochmal so und ich gucke mal, was dann eventuell vielleicht sterben könnte. Ah, nicht ganz. Vielleicht kriege ich mit Seiken aber einen Busch tot. Die halten doch schon ein bisschen was, wenn man nicht die richtigen Sachen anhat. Nee, schrei mich nicht an. Debuff, alles klar. Aua. Au, au, au. Der Schleim da, der kriegt die ganze Zeit von dem Eis nicht wirklich auf die Nase. Kann das sein? Ist das kein Feuerschleim? Na, ja, der kriegt immer null. So ein Assi. So ein Assi. Oder Schleim. Immun gegen was? Oder Schleim, Vulkanbewohner, feurige Variante des normalen Schleims. Gegen allen magischen Sachen immun. Oh, okay. Allerdings trotzdem noch schwach gegen Wasser, Gift heilig. Resistenz, Feuer, Erde, Status gar nichts. Ich hätte allerdings gern mal so ein Elementar weg. Das ist das richtige Kreuz. Langt's? Nein. Nach dem Kampf gleich umrüsten. Au, au, au. Die Attacke sah cool aus. Ist nur blöd, dass es ihn jetzt in den Berserker-Modus versetzt hat. Kann ich ihm keine Befehle mehr geben. Super. Für eine Runde.
Das war jetzt blöd. Ich muss einen Gegner loswerden. So. Zack. Na, so geht das nicht. Matt, du bist doch echt ein Idiot. Jetzt bist du im Berserker-Rausch. Alles klar. Der Schleim hat dich furchtbar lieb. Ich glaube, der Typ ist in so eine Art Kampfanzug oder sowas. Mit Laserschwert und allem. Nein. Der gehört so. Nein, nicht Black. Brauche noch mal eine Runde weiße Magie. Weil mir sonst meine Jungs gleich umfallen. Bringt das was? Ja, der Busch ist tot. Sehr gut. Aber diese Laserklingen bei den Dingern sind auch immer ganz nett. So. Reicht das? Und tschüss. Also, die Gegner hier basieren auf Feuer. Ja. Ist eigentlich Resistenz dagegen. Donner, das ist das Problem. Ich habe die Donnerwaffe. Ich werde trotzdem Unload benutzen. Ja. Au! Das ist wieder dieser Wasserregen von den scheiß Viechern am Strand. Mann. Der Kampf wäre jetzt zu Ende gewesen, Mann, wenn du getroffen hättest. Also wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt zu Ende gewesen. Weil du einen guten Angriff hast. Trotz falscher Waffe. Mann. Puh. Oh, ja. Schon wieder Herbs. Ja, okay, es waren Büsche. Halt, den Inhalt nehmen wir noch mit. Da, jetzt haben wir schon drei. Joghurt. Das sieht nach einem Roboter aus. Das auch. Allerdings bewegen die sich nicht. Wie die ansprechbaren, harmlosen NPCs. Und nicht wie Monster. Sunday. Kann ich eventuell bald gebrauchen. Ja, Monster bewegen sich immer so. Dann sind das ansprechbare NPCs. 666, die Zahl des Teufels. Das Gold des Teufels. Rubin, ja. Ja, her damit. Ist das eine Maske oder bist du untot? Da was versteckt? Nein. Ich glaube, die Monster, die lassen wir erst einmal. Ich werde dann wieder wohl grinden gehen. Das Dorf war der Nein, das war nicht der Stern. Doch, es war der Stern. Ha. Es war der Stern. Ich habe noch 10 Minuten. 10 Minuten bleiben wir noch. Die Madame können wir versorgen. Für den fehlt uns immer noch eine Blume. Jo. Oh, vielleicht ist das die fehlende Batterie jetzt. Danke, Mister. Mit diesem Computer sollte ich endlich die neuesten MMO-RPGs spielen können. Viel Spaß damit. Ein Speaker fehlt aber noch. Verdammt, wo kriege ich den her? Ich brauche nur so einen Lautsprecher, weil dann kann ich wahrscheinlich Heavy Metal lernen. Das wäre nice. Den Skill können wir zum Schluss gegen den Boss, den Oberboss gebrauchen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo das Katzenfutter für die Katze ist. Oh, ich habe keinen Platz mehr hierfür. Da ist nur noch eine Lücke. Wir haben fast alle NPCs gefunden.
die einen Quest haben. Cool. Aber wir haben nicht alle Quests gelöst. Lass mir bei dir noch mal gucken. Ja, man kann hier... Oh, ist das scheiße teuer. Kann die Steine ja auch kaufen. Für den Fall. Was fehlt? Mercury. Habe ich jetzt aber auch welches bekommen? Dark Matter. Alles klar. Okay, aber die Sachen werden dann schon teuer. Und ich weiß aber noch nicht, wo hier der Zähler aufhört. Deswegen. Hier fehlen auch noch ein paar Sachen. Okay, also hier fehlt noch Dark Matter und der Diamant. Da fehlt die dunkle Rune. Die werde ich wahrscheinlich dann im Bereich des Vulkans finden können. 4 Rubine habe ich. Das reichte, glaube ich, nicht für den Quest. Die sammle ich erst alle voll und dann verteile ich die vom letzten Boss. Warte mal, ich hatte doch diesen Schlüssel gefunden. Ist der zufällig für das Haus da hier im Dorf? Ups. Na? Ist der Eingang nicht da? Na, ist der Eingang hier? Ich dachte... Wo ist deine Tür, du? Für das Haus. Da! Ja, wir haben die Tür geöffnet. Dieser alte Schlüssel gehörte wohl zu diesem Haus. Ich dachte, die Tür wäre so in der Mitte. Versalien. Sternstaub. Und die letzte verdammte, verfluchte letzte Blume. Demon Tail. Saugt MP vom Gegner ab. Sieht nach einem Stab aus. Ja, okay, das sind alles Buff-Items. Treasure Hunter. Das waren die letzten Kisten aus Village. Und da ist das vermaledeite fucking Katzenfutter. Ja, ich habe alle Kisten im Village. Ich kann dem Typ endlich der Katze Katzenfutter geben. Warst du das? Nein, warst du das? Ja. So, 7 Rubine und ein Sternstaub. Okay. Es regnet hier gerade Medaillen da unten. Dankeschön. Da fehlt mir nur noch ein Staub. Kisten muss ich ja keine mehr suchen. Die habe ich ja jetzt alle. Katzi, ich habe dein Futter. Du stehst im Weg. Das hat er schlau gemacht. Katze, hier ist dein Futter. Oh, wir können Miau Miau rufen. Die Kraft basiert auf dem Level, nicht auf dem Status. Alle drei können das lernen. Das ist bestimmt ein Limit Break. Skill. Oh, das darf nur einer. Wenn es einer gelernt hat, kann es kein anderer mehr. Oh, okay. Ah, ist genauso wie mit dem Berserk. Der ist auch bei den anderen allen verschwunden. Den kriegst du. Ruft Miau Miau. So. Ja, den kann man so upgraden. Der kostet aber jetzt schon auf Level 1 30 MP. Ach du Schöne. Der ist eigentlich nicht so der... Er ist der mit dem wenigsten MP. Nee, Matt ist der mit dem wenigsten MP. Dann war es bei dir eigentlich gar keine so schlechte Wahl. AP können wir noch ein bisschen sparen. Limits lohnen sich noch nicht. Wie rüste ich euch jetzt um? Wenn ich jetzt dann grinden gehe, ist es... Passt egal, solange ich nicht unbedingt... Nee, doch. Haha. Im Eislevel ist es noch egal, aber... Es ist dann... in der Wüste nicht mehr egal.
So, da ist es besser. In der Wüste sind die für mich aktuell stärksten Gegner. Deswegen... Da sind wir mit denen gut gefahren. Rüstung kann man lassen. Feuer, Donner, Eis, Eiswasser, dann könnte man so lassen, aber so die Attacken, damit ich nämlich möglichst schnell alle Gegner auf einmal wegputze, damit die Kämpfe für mich nicht so lange dauern, wenn ich grinde. Ja, da werden Items gegrindet, Geld, XP. Es regnet Medaillen. Ob ich das Minigame nochmal schaffe? Oh, das muss ich ausprobieren. Hier, die drei haben wir. Da aber nicht. Alle Foes, das kann doch nicht sein, weil wir noch nicht beim Boss waren. Hier in den drei Gegenden haben wir nicht alle Kisten. Aber dass wir die sind. Das hat er schon fies gebaut, ey. Das hat er gemein gebaut. Dass man den Treasure Hunter hier erst abschließen kann, wenn man den alten Schlüssel da und... Ich weiß noch nicht mal, wo ich den gefunden habe. Die hier will ich auch noch machen, aber da muss ich mich irgendwo ganz, ganz doll hochboosten. Boost, boost, boost. Wahrscheinlich am Level 1. Da tut es nämlich nie so weh, wenn er mich haut in der Zeit. Boost, boost, boost und dann draufhauen. Da sind wir noch nicht so weit. Equipment Dealer haben wir aber schon geschafft. Hier fehlt noch was. Bei Level 30 kriegen wir eine Auszeichnung. Epic und Hard Mode, die werde ich weglassen. Sorry. Aber einmal durchlangt mir. Hier sind noch lauter Fragezeichen. Und ein Minigame am Vulkan gibt es noch. Was die Fragezeichen bringen? Keine Ahnung. Alle Sidequests, da fehlen uns leider Items. Für den Kollegen fehlt mir noch was, aber vielleicht, wenn ich woanders was abgebe. Die Quests, die mache ich dann mit euch nochmal. Mit denen werde ich jetzt dann als nächstes nur noch ein bisschen grinden und dann sehen wir Epic Battle Fantasy in zwei Wochen wieder, weil ich will dann erstmal schauen, dass ich nächste Woche auf jeden Fall Shelter spiele und dann weiß ich sonst noch nicht, wie es zeitlich aussieht. Wir haben diese Woche noch genug zu tun. Morgen ist erst Donnerstag, da sind auch zwei Spiele geplant. Und am Freitag auch nochmal und dann ist noch die Games Launch. Oh mein Gott, mein Plan ist full. Ja, das war es aber auf jeden Fall mit Epic Battle Fantasy. Wir haben die Ruinen trotzdem hinter uns gelassen und schon mal ein bisschen in den Vulkan reingeschnuppert. Ein bisschen. Ein bisschen. Da geht es dann auch das nächste Mal weiter, wenn ich noch ein bisschen gelevelt habe. Dass uns die dann nicht zur Akte die Monster den Hintern versohlen. Und dann kommt ja da oben wohl dann auch irgendwo noch der Hauptboss. Auf den möchte ich eigentlich gut vorbereitet sein. Ja. Und dazu fehlen mir halt Forge-Items. Forge-Items und an AP mangelt es vielleicht nicht, aber zumindest an Forge-Items. Und die werde ich erst einmal off-stream zusammensuchen. Ich danke fürs Zuschauen, fürs Hallo sagen und fürs sonst wie unterstützen, wie ihr mich unterstützen könnt. Ich habe nicht gesagt, dass ihr mir was spenden sollt, sondern dass ihr mich unterstützen könnt. Und es muss nicht unbedingt mit einer Geldspende sein. Wie das geht, steht weiter unten in meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr euch gerne alles durchlesen und das, was für euch passend ist, gerne benutzen. Ansonsten werde ich jetzt verschwinden, denn mein Schatzi kommt bald nach Hause vom Sport. Und dann geht's ab in die Haia. Naja, wir haben beide morgen einen vollen Tag. Wir müssen sehr früh aufstehen. Habe ich eigentlich gar keine Lust drauf, aber es muss erledigt werden. Wir sehen uns ja dann am Abend wieder zum Zocken, hoffe ich.
Bis dahin gute Nacht und bis nächstes Mal. Ciao, ciao.